Ich bin jetzt beim Roten Kreuz, beim Helpmobil als Fahrer und betreue die Obdachlosen, die in keine Institution kommen, mit dem Helpmobil. Mir macht Spaß und ich merke immer, wenn du was ausgibst, ist nicht so, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, sondern der sagt, danke, dass ich das kriege. Das, was man ja in der heutigen Gesellschaft eigentlich nicht mehr so hat. Da sind gewisse Sachen sind eigentlich selbstverständlich und das ist bei den Obdachlosen bei weitem nicht so. Die kommen und sagen, geh, hättest du was für mich, ich brauche da Hosen. Oder Mario, ich weiß nicht, mir rutscht die Hosen, aber ich hast einen Gürtel. Und wenn du dem das besorgst, dann hat der eine Freude damit und ist der dankbar eigentlich. Und das ist natürlich das Um und Auf und das baut mich irgendwie, baut mir das ein wenig auf.